knowledge by the pound. Baby, never act wild, very low key on the profile. Catching feelings is a no, let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb, lovers it curves, so freak what you heard. Rolling with the fatness, you don't even know what the half is. Ist das eine geile Mucke? Ne, ehrlich jetzt, wahnsinnig. Okay, es ist geschrieben, diese Prophezeiung. Vom 28. Oktober, bloß für ein paar Tage, wird ein Riesenskelett erscheinen, nutzbar für alle Häuptlinge. Schwer zu töten, doch wenn es niedergezwungen wird, sei besser nicht in der Nähe. Bumm macht das Ding. Warum macht das Bumm das Ding? Das hat nämlich eine Bombe dabei. Dieses Riesenskelett mit dem dicken Hut drauf hat eine Bombe im Gepäck. Ja, lieber Freund, da geht's aber ab. Weiter heißt es, ein großer Mann von knöcherner Gestalt wird durch die Lande Pirchen mit der Trefferpunkte viele und einer Bombe, die dem Leben einiger ein Ende bereiten wird. Gruselig. Für Halloween natürlich nicht schlecht. Des Weiteren haben wir die Prophezeiung, die sagt, dass du den Kürbisbarbar treffen wird. Dieser gruselige Wilderer gewinnt durch seinen verrückten Helm einige zusätzliche Trefferpunkte. Der fliegt also richtig weg und dann lebt er immer noch, dieser kleine Barbar. Ganz geil finde ich im Endeffekt das neue Halloween-Hindernis, das also optisch ganz gut ausschaut. Im Endeffekt lohnt sich das nicht, dieses Halloween-Hindernis zu entfernen, finde ich jetzt. Es kostet 25, bringt 75 und dann hast du 50.000 gewonnen. Ein dieser Hindernisse behalte ich immer zum Andenken an dieses Ereignis. Tja, meine Freunde, und dann noch ein bisschen was aus dem Clan, was Lustiges oder was auch immer, oder was Nervendes. Wir haben da welche drin, wie den Fred zum Beispiel hier, der schreibt zum Beispiel, ey, echt netter Clan, schreibt er zu uns, komm bald wieder, geh zu meiner Freundin in Clan. Da haut er ab, 7.51 Uhr, vor 7 Stunden 51, ist nach im Endeffekt 4 Minuten oder 3 Minuten schon wieder da, fragt an, ist wieder drin. So, das Spielchen geht dann weiter, ohne jetzt auf die anderen Sachen da irgendwo hinzukommen, was er da alles zahlt. Jetzt teilt er dann auf einmal mit, er hat also um 18 Uhr, da fängt unser Clankrieg an, keine Zeit. Oh, er gibt sein Bestes. Wie dann, wenn er nicht da ist? Okay, dann folgendes. Ich komme bald wieder, schauen wir mal einen anderen Clan vorbei. Bupp, ist er schon wieder raus. Und dann kommt er nach geschlagenen 3 Minuten schon wieder rein. Dann habe ich geschrieben, Fred, sorry, aber du nervst gewaltig mit deinem Kopf. Entweder hat der ADHS oder Langeweile. Also es ist wirklich so, du hast in diesem Game extrem viele Kiddies, ohne denen jetzt was zu wollen, vom Alter her, die wirklich unruhig, gelangweilt sind, was auch immer. Also ich habe das Gefühl, dass manche Spiele den Kindern wirklich nicht gut bekommen, weil die brauchen ständigen Input oder was auch immer. Und Fred, es tut mir leid, weißt du, was jetzt passiert? Guck mal hier, kannst du einfach zugucken, was jetzt passiert. Und zwar, wir suchen uns dich aus. Wo bist du denn? Da bist du. Und schmeißen dich raus. Und schreiben dir ganz nett, Tschüssikowski. Und Feierabend ist es. Weil es hat wirklich keinen Sinn dabei. Tja, dieser Fred ist ja nicht der Einzige, sondern da geht auch noch der Mr. Mobile Fanboy gerade aus dem Clan raus. Okay, ohne irgendwelche Gründe. Und Shorty regt sich da richtig auf. Aber es ist mal so. Wir haben mal Folgendes gemacht. Wir haben Fred lokalisiert und ihn gebeten, uns ein Video zu machen. Schaut ihr einfach hier mal. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute kommt bevor wir anfangen, ich habe keine fettigen Haare. Das ist Kokosöl. Es ist halt so, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, man schwitzt oder man schwitzt halt wirklich, dann holt man sich so ein Deotuch, reibt es sich halt unten in den Achseln und ich muss sagen, wo ich geschwitzt habe, habe ich mir so ein Deotuch benutzt und es war der Hammer. Gerade wenn man sich mit zwei Mädchen trifft, will man noch besser aussehen als sonst. Und man soll ja auch gut riechen. Leute, die kann man überall reinstecken. Also war echt lustig. Da ist es wirklich der Hammer. Ne? Der Hammer ist es. Oh, siehst du aber echt heiß aus in dem Teil. Ah, du es, du siehst auch klasse aus. Ich find's der Hammer. Also, sowas muss ich wirklich wieder nachkaufen. Also, wie gesagt, bin ich auch so Leute, seit die einfach schwitzen und man möchte kein Deo-Spray oder Roll-On mitnehmen. Sind so ein Tuch wirklich richtig toll. So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute kommt ein What in my Fry, also in mein Kühlschrank-Tag.
Ich habe mir auch einen Kaffee gemacht. Jo, hier steht es also, ne? Ja. Ich benutze das nur, um das Sand in mein Auge wegzumachen, wenn ich ausschaue. Ich habe sie schon in gebaut. Das sind doch die, wo zu sind, die in gebaut sind, in dieser wunderschönen Kiste drin. Ich soll jetzt schon trinken. Lecker, lecker. Ich finde der Duft erstmal mega Hammer oberm Affen Titten geil. So. Pumpspender ist. Mein, ich frick da noch runter, ey. So. Mann, ey, beim Schwätzen blickt man runter. Sehr toll, ich muss wieder Kaffee trinken, tut mir leid. Lecker, lecker. Auf jeden Fall, also mal sehen, Impuls. Ah, lecker, lecker. Ich bin bei der Pubertät. Und ich muss wieder trinken. Ah, lecker, lecker. So. Hab ich ja? Ey, Leute, wartet mal hier erstmal. Habe ich das angespuckt? Hoffentlich nicht, oh Mann. Das wäre es noch, wenn ich euch angespuckt hätte. Auf jeden Fall von Balea ist Balea. Weil der Duft einfach der Oberhammer, mega Affen, Titten, geil ist. Einfach ohne Scherz. Ich mag diesen Duft, der ist wirklich richtig, richtig top. Mann, Leute, Mann, Kaffee macht mich da zappelig, ne? Ah, lecker, lecker. Und das ist, oh, ich liebe das Duft. Oh. An allen 14-jährigen Jungs oder Mädels da draußen oder Jungs, trink keinen Kaffee in der Nacht. Das, ihr seht es an mir selbst. Ich würde hier langsam verrückt, ich würde am liebsten hier rumzappeln und Lady Gaga hören und mich hier auf den Boden schreien und ihr auch gerade mal nachmachen. Ich könnte hier wirklich durchdrehen. Ne? Also für alle, die jetzt denken hier, mit 14 Jahren schon Kaffee zu trinken, hört bitte auf, wartet noch vielleicht ein paar Jahre. Ich bin hier schon zappelig genug. Vielleicht am Tag ist es besser, aber ich eben mit. Oh nee, auf jeden Fall nicht. Also, wenn ich traurig bin, vielleicht trinke ich mal Kaffee, ein bisschen zappelig, halt ist es noch vielleicht durch. Aber ich rede jetzt hier vielleicht. Ende Gelände. Zu manchen Sachen fällt einem absolut nichts mehr ein. Also ich bin jetzt sprachlos. Ihr seht mich hier sitzen und über Clankrieg, Taktiken drüber nachdenken. Okay, weiter geht's. Tja, meine Freunde, auch ein Thema ist natürlich die Angriffsstrategie, die ihr anwenden müsst, weil unterschiedliche Gegner findet ihr ja vor in Clankriegen. Das heißt also, du hast unheimlich viele Möglichkeiten, den Gegner anzugreifen und zu vernichten und dementsprechend ein, zwei oder vielleicht sogar drei Sterne zu erwischen. In Clash of Clans Wiki im Endeffekt machen sich unheimlich viele Clasher die Mühe und schreiben dort ihre Erfahrungen, ihre Informationen rein. Und wenn du hier auf diese Seite gehst, die ist relativ einfach zu finden, das heißt also Clash of Clans Wiki.com heißt das, hast du natürlich die Möglichkeit, diese ganzen Strategien dir anzuschauen. Ich klicke jetzt mal hier runter und guck mal, wie das dann ausschaut und was ihr da machen könnt. Also, hier gibt es unheimlich viele Artikel darüber, wie die Angriffsstrategien aussehen können, ob das Angriffsstrategie BAM ist, ob das GoVV ist, ob das Barch ist, also das reine Farming dann. Im Endeffekt ist das dann Bogenschützen und Baba. Oder Angriffsstrategie gegen Balonien, Farming auch wieder oder Pokaljagd hier. Könnt ihr dann einfach nachlesen, ihr klickt hier drauf. Also wenn man sagt, okay, das interessiert mich mal hier, wie das ausschaut, dann klickt man einfach hier drauf und dann wird das relativ schön erläutert und man kann sich das anschauen und auch wie die Alternativen da so sind, was gemacht werden muss. Zum Beispiel hier, als erstes mussten die Gönnis gesetzt werden, sodass diese zwischen zwei verschiedene Defensivgebäude ansteuern. Also man muss da wirklich aufpassen, wo man die hinsetzt und auch diese Gefährdung, die dann passiert. Also achtet darauf, ob in der Mitte zu den anderen Truppen läuft, also dieser PK und so weiter und so weiter. Also man kann wirklich relativ schön gucken, okay, wie kann ich hier im Endeffekt welche Angriffsstrategie nutzen. Ich empfehle euch das mal euch anzugucken. Im Endeffekt ist es so, dass man dadurch mit Sicherheit nicht dümmer wird. Also, wie gesagt, ein Tipp von mir zu Angriffsstrategien. Tja, der Schluss sei René gewidmet, da ich echt verwundert bin, warum der einfach kommentarlos aus dem Clan heraus ist.
Also, okay, alles klar, er hat es zumindest geschafft gehabt, das muss man ja sagen, dass er die 3300 und damit Champ wurde er. Hier ist eine Stechmücke unterwegs, muss jetzt, das habe ich gerade gewuchtet und habe ein Mikrofon fast reingeknallt. Also, René ist rausgegangen, warum auch immer. Sein Sohnemann oder der John sagte also, wie gesagt, er müsste eine Auszeit haben, Pause oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Man kann zumindest dann Bescheid sagen, finde ich jetzt mal. Aber egal mal, muss er selber wissen, schade drum, ich nehme an, er kommt nach einer gewissen Zeit wieder rein. Vielleicht hat er auch keinen Bock mehr auf das Spiel. Alles möglich. Vielleicht hat er zu viel sich angestrengt, um diesen Champ hier zu erreichen. Also René, lange Rede, kurzer Sinn. Seh mal zu, dass du irgendwann wieder erscheinst. Hast eine schöne Base. Im Moment machst du gar nichts, sehe ich hier fest. Weder Truppen noch sonst was. Greif nicht an. Vielleicht hast du auch ein Schild hier für ein paar Tage, um hier alles zu, ich sag mal, zu updaten. Alles möglich. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das war's mal für heute, liebe Freunde. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht habt ihr spezielle Wünsche, dass, was das neue Video dann betrifft. Die könnt ihr ja einfach in die Kommentare reinschreiben. Bis denne, euer Jan. Ciao, ciao.